Und wie versprochen, sind wir jetzt nochmal an der Bigge. Für einige Auszubildende ging es nach Olpe an den See, allerdings nicht zum Planschen. Die jungen Azubis der Bahnbaufirma Falkenhahn, die haben bei einem speziellen Workshop mitgemacht zur Persönlichkeitsbildung. Der soll sie fit machen für die Arbeit, um Krisen zu meistern und alle Fähigkeiten einbringen bzw. abrufen zu können. Mehr dazu gleich auch von unserem Studiogast. Jetzt gucken wir uns das Azubi-Persönlichkeitstraining erstmal an. Ach, darauf zieht's zu. Okay. Freier Oberkörper statt Businesshemd. Heute konzentriert sich Max Münker nicht im Büro. Nicht schlimm. Nicht schlimm, alles gut. Auch wenn es daneben ging, der angehende Industriekaufmann im dritten Lehrjahr ist mit Begeisterung beim Workshop dabei. Heute zum ersten Mal mit Pfeil und Bogen. Ja, macht großen Spaß. Ist total ungewohnt, wenn man es noch nie gemacht hat. Also viel Spannung halten, so Muskeln, die man sonst eigentlich quasi so im Alltag überhaupt nicht anspannt und irgendwie halten muss, das war was ganz anderes. Also man muss halt wirklich quasi auf viele Sachen gleichzeitig achten, während man sich auf ein Ziel fokussiert. So wie im Beruf. Ganzheitliches Persönlichkeitstraining für 25 Azubis der Firma Falkenhahn, heute an der Bigge. Stressabbau auch für Beton- und Stahlbauer und Elektrotechniker. Übungen mit Yoga-Elementen sollen Verspannungen lösen. Yoga oder Selbstfindung, das ist natürlich mal was völlig anderes, womit ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Von daher ist das schon ungewohnt, aber es tut gut. Also man lernt sich ein bisschen anders kennen. Okay, ich knote dich jetzt von hinten ein. Du bist von hinten gesichert, nicht wie beim sonstigen Klettern von vorne. So hast du vorne Platz zum Arbeiten, hast das Seil nicht im Weg. Um hier beim Kistenklettern schnell hochzukommen, braucht es ein gutes Team. So, du gibst die Kisten da vorne an. Der Max reicht sie mir an und ich laufe zu dir und gib sie dir dann. Alles klar? Dann gibst du hoch und dann super. Stapelt der Jan. Alles klar, machen wir so. Mit guten Absprachen soll es schnell nach oben gehen. Max Münker arbeitet diesmal lieber zu. Ja, ganz bewusst, weil ich nicht wusste, okay, was kommt da jetzt auf mich zu? Ist das was für mich? Kann ich das? Liegt das bei meinen Stärken? Das wusste ich jetzt noch nicht so. Und ja, ein anderer Teamkamerad von mir eben, der wusste eben, alles klar, ich habe das schon mal gemacht, ich kann das. Dann soll er das natürlich auch machen. Das ist immer das Beste fürs Team. Wir wollen alle gewinnen, ganz klar. Und dementsprechend muss man sich dann auch immer zurückstecken. Das ist ja ganz normal. Man muss sich wirklich sehr konzentrieren, wirklich fokussieren auch auf das, was man da wirklich tut. Und auch die Balance ist... Muss alles sehr ausgeglichen sein und darf wirklich nicht irgendwie aus der Konzentration kommen, dass du da wackelst und dann runterfällst. Genau, du kannst auch erst hier vorne ein bisschen mit deinem Finger. Beim Bogenschießen wird Max Münker immer besser. Ziel fokussieren und treffen. So klappt es auch bei der Ausbildung. Und Björn Müsse von Humble in Olpe ist bei uns. Sie machen diese Workshops, Persönlichkeitstrainings, Einzel- und Gruppencoaching. Genau. Jetzt startet morgen das neue Ausbildungsjahr. Wie kann Bogenschießen oder Yoga jetzt so einem Azubi da durchhelfen? Das ist natürlich nur ein Bonbon, was obendrauf auf eine Ausbildung kommt. Und man muss sich vorstellen, dass wir quasi die persönliche Ausbildung übernehmen, während die Firma die fachliche Ausbildung übernimmt. Das heißt, wir betreuen Firmen und Gruppen, einzelne Azubi-Gruppen, über 2 bis 3 Jahre mit Workshops und Einzelcoachings, wie Sie schon gesagt haben. Und so ein Event wie heute ist natürlich ein schöner Auftakt, um so eine Gruppe zu starten, um die Leute zu öffnen und den Azubis die Möglichkeit zu geben, ein bisschen außerhalb der Box dann auch zu denken. Wäre nicht vielleicht so was Handfestes irgendwie sinnvoller, so Nachhilfe wie in der Schule, vielleicht Nachhilfe für den Job auch? Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir in dem Fall nicht leisten, sondern wir haben uns wirklich darauf konzentriert, an der Persönlichkeit der jungen Menschen zu arbeiten. Es geht darum, dass so eine gewisse emotionale Intelligenz, so eine gewisse soziale Intelligenz bei vielen jungen Menschen nicht mehr so ausgeprägt ist, wie vielleicht teilweise die Erwartungshaltung ist. Und wir möchten den jungen Menschen dabei helfen, einmal sich selber kennenzulernen, das eigene Umfeld wieder besser zu kennenzulernen und wahrzunehmen und damit natürlich auch im Kontext Arbeit besser zu funktionieren. Wie sind Sie da drauf gekommen? Also was ist Ihre persönliche Geschichte? Sie haben diese Agentur vor 3 Jahren mit 4 Leuten aufgemacht. Exakt. Wie kam es dazu? Genau. Wir haben uns damals kennengelernt und festgestellt, dass wir, obwohl wir in komplett konträren Arbeitsumfeldern gearbeitet haben und in komplett unterschiedlichen Branchen gearbeitet haben, exakt dieselben Negativerfahrungen im Bereich Ausbildung gemacht haben. Und zwar entweder als Azubi, also in der Rolle als Azubi oder auch in der Arbeit mit Azubis. Und wir haben uns überlegt, wie können wir es schaffen, jungen Menschen diese negative Erfahrung zu ersparen? Also was können wir tun? Und daraus ist das Gedankenkonzept dann entstanden.
Was haben Sie dann noch gelernt, um das machen zu können, um das weitergeben zu können überhaupt? Das war natürlich eine Reise. Also es hat angefangen mit meinem Studium der Fitnessökonomie, mit einem starken Schwerpunkt auf Gruppenpsychologie und dann zahlreiche Weiterbildungen im Bereich Kommunikation, Präsentation, aber auch beispielsweise ein Studium zum psychologischen Berater. Ist dann natürlich sehr, sehr dienlich. Noch ganz kurz, was möchten Sie den neuen Azubis jetzt noch mitgeben für morgen? Den neuen Azubis? Einiges würde ich denen gerne mitgeben. Das, kurz? Was ich jetzt kurz mitgeben kann, ist, dass diese Azubis sich auf jeden Fall den Raum für Selbstreflexion lassen müssen. Wir sind in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit und es ist wichtig, sich immer diesen Raum zu gönnen und da auch den Mut zu haben, mal auf sich zu hören, mal Ruhe walten zu lassen und zu überlegen, wo möchte ich denn eigentlich hin, womit bin ich integer, damit man nicht irgendwann mit 50, 60 irgendwo rauskommt, sich durchgekämpft hat und dann denkt, wie bin ich denn überhaupt hier gelandet? Spannendes Thema. Björn Müsse, Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Danke.